Hallöchen, liebe Bastelfreunde und herzlich willkommen hier zu einem, ja, wie ihr bestimmt schon im Thumbnail gesehen habt, einem kleinen Gewinnspiel, nämlich nachträglich zu den 5555 Abonnenten. Super Sache und deswegen auch erstmal ein herzliches Danke an eure Unterstützung, an das, dass ihr dem Kanal hier so treu bleibt. Und ja, in dem Sinne möchten wir euch natürlich ein bisschen was zurückgeben und haben dafür ein bisschen was, oder ich habe was rausgesucht und das möchten wir euch heute zusammen so in kurzen Etappen vorstellen. Und da dürfte dann natürlich, ja, das weitere Geschehen werden wir dann gleich noch erklären. Das könnt ihr dann quasi in der Kommentarbox unten kundtun, eure Antwort oder was ihr haben möchtet. Aber wie gesagt, alles weitere gleich. Ja, wie gesagt, nochmal herzliches Dankeschön dafür und da wünsche ich mir natürlich, dass das natürlich auch so bleibt. Dass ihr hier dem Kanal treu bleibt und hier natürlich auch fleißig weiterempfehlt. Und ja, dass du auf alle Fälle, deswegen nochmal ein kleines Danke an dich auch, dass du mir auch so viel zurückgibst, dass du das tolerierst, mein Hobby, und sogar mitmachst jetzt. Jetzt sogar mitmachst, siehst du mal. Dass du jetzt mitmachst und das ja bei euch da draußen auch sehr gut ankommt, egal ob es jetzt nur im deutschsprachigen, sondern auch im internationalen Raum ist. So, wir haben, ja, wie gesagt, drei Sachen überlegt. Nein, eigentlich hast du noch gar nicht gesagt, dass es drei Sachen sind. Du hast schon gesagt, mehrere Sachen. Also, es sind drei Päckchen. Ja, aber das hast du noch gar nicht gesagt. Sebastian hat auf jeden Fall drei Päckchen vorbereitet. Wir werden die jetzt nacheinander vorstellen. Und wenn ihr euch für eins der Päckchen interessiert, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. Und dann werden wir gucken, ob ich das auslos nach dem dümmsten Kommentar, wo ihr dazu schreibt, oder nach was wir das Ganze verlosen. Das ist doch ein bisschen... Aber schreibt auf jeden Fall, welches ihr haben wollt. Wenn ihr euch natürlich für alle drei interessiert, könnt ihr auch gerne alle drei reinschreiben. Aber ihr dürft natürlich nur einmal gewinnen. Wenn ich euch einmal gezogen habe, dann seid ihr bei den anderen Päckchen raus. Deshalb überlegt es euch. Genau. Also, wir stellen jetzt kurz nach und nach die Pakete 1, 2 und 3 vor. Und dann, wie gesagt, guckt da mal, was euch interessiert. So, und zwar gibt es als Paket Nummer 1 den... Vom Ghostbuster, den ersten Teil des Ghostbusters Ecto One. Genau, also das erste Päckchen mit den Ausgaben 1 und 2 könnt ihr haben mit Sammelordner dazu. Und natürlich hier noch der 1:1 als Poster mit den 80 cm Modelllänge, was ich damals schon vor geraumer Zeit, ich glaube, es ist jetzt schon fast über ein Jahr her, ne? Doch. Ja. Ja, doch. In Montreux habe ich mir schon bis Ausgabe 15 gehabt, letztes Jahr. Also schon über ein Jahr her, hatte ich das damals ja schon von der französischen Sammelserie über Journaux FR schon vorgestellt gehabt. Und die ganzen Sachen sind natürlich hier noch drin, auch mit Bauanleitung und diversen Hintergrund, hinter den Kulissen, Themen und sonstiges dazu. Könnt ihr ins Schlafzimmer hängen, eure Freunde finden das bestimmt mega. Auf jeden Fall. So, also, dieses Paket hat die Nummer 1. Oder einfach Ecto One, ihr könnt es natürlich auch beschreiben. Als zweites Päckchen, bzw. als zweiten möglichen Gewinn haben wir den... Unimog! Super Sache. Wer kennt nicht noch seine Jugend, wenn man dann früher noch die Filme angeguckt hat, wie steil so ein Unimog den Berg hochfahren kann. Das Einzige, was mich an die Dinger früher fasziniert hat, aber okay. Genau, und zwar haben wir da noch die Ausgabe 1 übrig. Ich hatte mir das Ganze ja damals schon, um euch es vorzustellen, im Zeitschriftenladen oder beziehungsweise bei uns im Kaufland habe ich es mitgenommen gehabt, die da Ausgabe 1, und habe sie dadurch natürlich jetzt einmal doppelt, durch das ich ja das Abonnement jetzt habe. Und dazu noch zugehörig, da ich die Ordner nicht benötige, gibt es noch den ersten Sammelordner mit im Paket dazu. Wenn euch dieses Paket interessiert, dann schreibt entweder Paket Nummer 2 oder... Paket Unimog. So, und... Sprich. So, und für alle, die sowieso wissen, dass vielleicht solche Abo-Geschichten, Automodellbau nichts für sie ist, haben wir natürlich auch noch was für alle anderen Bastelinteressierten. Eine, ich umschreibe es mal geschwind mit Bastelkiste, wo alles Mögliche drin ist, wo man eigentlich auch unabhängig von diesen Modellautos brauchen kann. Und zwar... Wir haben in diesem Paket zwei verschiedene Farbsets, wird wahrscheinlich gerade für die HMS Victory oder Sovereign of the Seas Schiffsbau unter euch vielleicht interessant sind, sind das die originalen Admiral-Farben. Dann haben wir eine Tube Bondex Holzpaste in Farbton Mahagoni. Wir haben einen Bleistift mit Ersatzkugel, jetzt sage ich schon Ersatzkugelschreiber, mit Ersatzminen.
also eine Box. Dann haben wir hier eine, falls es interessant ist, kann man ja als Schraubsammelbox oder auch als Farbanmischbox, also quasi das, was ich ja so diese von den, wie heißen diese Schokobonbons? Toffifee. Toffifee, genau. So, wo man hier so ein bisschen so Farben anmischen kann. Und dann ist dabei ein einseitiger Seitenschneider, auch zum Holzleistenschneiden oder Plastikteile aus den Gussästen trennen, interessant. Dabei ist ein nägelnagelneuer Nagelstoßer. Die Dinger kann man sich wehtun, habe ich festgestellt, also Vorsicht. Die Schiffsbauer werden es kennen. Dann habe ich zugefügt zwei Pipetten. Kann man Jägermeister draus trinken, falls ihr euch an eure Jugend erinnert. Eine Pinzette. Dann viermal kleine Klammern in jeder Farbe ein. Ein Päckchen. Hey, da fehlt aber rosa, wenn du sagst in jeder Farbe. Ja, ich habe nur die vier Farben. Ja, aber das sagt nicht in jeder Farbe. Ich hätte es gerne in rosa gehabt. So, dann gibt es natürlich noch ein Doppelpack Sekundenkleber Gel mit 2x3 Gramm Tuben. Dabei ist noch zusätzlich als letztes, weil ich damit absolut nichts anfangen kann, ist hier so eine, das ist hier so ein, na, wenn die Krokoschuhe das mal loslassen würden. Aber ihr erkennt es wahrscheinlich schon. Ich erkenne es nicht, weil hockt direkt davor. Das ist hier so ein Tisch, das, so ein Ding, das könnt ihr euch auf den Tisch stellen. Dann habt ihr hier zwei Krokofüße zum Teile festhalten. Und hier ist ein Lupenglas drüber. Hey, das bräuchtest du doch eigentlich, wenn du mal so dicht an irgendwas rangehst. Vielleicht sollst du doch mal einen Gedecken drüber machen. So, also das alles ist in Paket Nummer 3 enthalten. Wir versprechen, dass es nicht zerstört, bis es bald ankommt. So, wenn euch das natürlich interessiert, dann schreibt unten in der Kommentarbox Paket Nummer 3 oder Bastelbox. Oder Bastelbox. So. So, ja, was müsst ihr denn eigentlich dafür tun, um eins der Pakete zu bekommen? Schließlich ist das ja eigentlich ein Gewinnspiel, um sich bei den 5555 Abonnenten zu bedanken. Deshalb sollte es natürlich auf jeden Fall, sollte die Abonnent sein vom Kanal und... Ja, wir möchten eigentlich von euch wissen, wir haben ja ein gemeinsames Modell oder ein gemeinsames Projekt vor kurzem eigentlich zusammen angefangen. Ich hatte ja schon mal das erste Video gemacht. Wir möchten von euch wissen, in welchem Monat, also ihr schreibt also Monat und Jahr, weil das war glaube ich letztes Jahr, ne? Tja, weil war's. Ups, Sebastian weiß es nicht mehr, wann es war, aber ihr könnt ihm bestimmt helfen. In welchem Monat, in welchem Jahr kam das erste Video von uns beiden zusammen raus? Genau. Also nicht, wann kam das erste Video des Produktes, des Modells, sondern das erste Video mit uns beiden zusammen. Das möchten wir gern von euch wissen und dahinter, hinter die Antwort schreibt ihr, ja obwohl, warte mal, das ist, ja, ah, nee, ist eigentlich egal. Ja, dahinter schreibt ihr einfach dann die, oder das Paket, die Nummer, welches ihr haben möchtet, woran ihr interessiert seid. Und ein kleiner Tipp noch, was in letzter Zeit immer wieder passiert ist, was ich euch aber auch immer wieder dazu sage, guckt nicht, was die Leute vor euch schreiben, sondern macht euch selber Gedanken drüber, wie ihr zu lösen kommt. Weil wenn es falsch ist, ist es leider nun mal falsch. Genau. Aber ich kann euch auch beruhigen, wenn keine richtige Antwort dabei sein sollte, werden wir das Paket nicht verschenken, sondern wir werden das dann im nächsten Gemeinschaftsprojekt dann nochmal ansprechen. Ich werde mir eine neue Frage ausdenken und dann werden wir das nochmal verlosen. Also es kommt nichts weg und behalten tun wir es auch nicht. So sieht's aus. Ja, in dem Sinne wünschen wir uns natürlich, dass ihr zum nächsten Video, zu was auch immer, hier auf dem Kanal wieder einschaltet. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst gerne das Abonnement da. Ihr werdet es auf jeden Fall fürs Gewinnspiel brauchen. Und einen Daumen nach oben wäre natürlich auch nicht ganz verkehrt. In dem Sinne verabschieden wir uns jetzt von euch für heute. Ach, und noch eine Frage, oder eine Frage an dich oder an euch. Wenn ihr das Ganze, die Auslosung live als Livestream sehen wollt, sagt's. Wenn ihr es einfach nur als Video sehen wollt, sagt's. Weil wir uns auch ein Stück weit davon abhängig machen, wie wir das Ganze auslosen. Genau. Achso, bevor wir Tschüss sagen, sollten wir vielleicht doch mal sagen, wie lange wir das Gewinnspiel laufen lassen. In Zeitraum? Eine Woche? Zwei Wochen? In der Regel eine Woche. Das ist ja Sommer, also du hast 10.000 Abonnenten, bis wir mal eine Lösung für das Gewinnspiel haben. Dann machen wir Finish nächsten Sonntag. Den? Das ist der? 28. Das ist der 28? Ja. Dann ist es der 28. Ich wüsste es jetzt nicht, ohne nachzuschauen. Also, 28.03.2021 ist einzelner Schluss. Mittags um 12. Da stehen wir nämlich gerade auf. Gut, Mittag um 12. Und ja, dann.
dann wisst ihr das zumindest auch, bis wann ihr Zeit habt, euch die Antwort zu überlegen. In dem Sinne sind wir dann jetzt wirklich fertig für dieses Video und wünschen euch natürlich viel Spaß da draußen bei euren Projekten und würden uns über eure Anteilnahme am Gewinnspiel freuen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Sebastian von Deffer Models und mir. Tschüssi.